Die Typen mit dem Hammer sind aber nicht schön. Kann ich den erschießen von hier? Draken auf sehr Großaxt. Und Schild. Peng! Und Peng! Und Peng! Und Peng! Shit, nicht getroffen. Ich treffe den nicht. Verdammt, komm her. Ha, erwischt. Hahaha. Ich bin ein Käse. Oder ich spiele zumindest käsig. Also cheesy, um genau zu sein. Hahaha. Ping. Und zack. Und zack. Wie ein gekonnter Scharfschütze. Ping. Ping. Ich kann das sogar zweihändig. Bing. Bing. Könnte ich auch eigentlich die große nehmen, ne? Wobei, die braucht eh viel länger zum Nachladen. Das hilft, glaube ich, auch nicht, was meinen Schaden angeht. Das könnte ich auch noch bei dem Typen da unten auch noch ausprobieren, ne? Könnte sogar funktionieren. Kommt hier nämlich, glaube ich, so auch nicht hoch. Nihihihi. Hallo. Blöpp. Blöpp. Aha. Mag dich nicht, du bist doof. Doof, 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 doof. Doof. Doof, 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 doof. Blöpp. Muss ich nämlich nur den komischen Schwertkämpfer da oben gleich noch vermöbeln. Der ist nicht so schlimm wie der Typ da. Also die sind echt krank. Crazy krank. Völlig durch. Ein Lügner. Na gut, Inko ist ein Lügner. Ich habe ihn jedenfalls nicht gesehen. So, hier war doch noch ein Schwertkämpfer, ne? Meine ich gesehen zu haben. Jo, da ist er. Dich kriege ich, glaube ich. Relativ problemlos kaputt. Na, okay, da habe ich gegen den Schild gegen den Schild gehauen. Kannst du bitte aufhören mit deinem komischen Magieblödfuß? Au. Au. Alter, ist ja gut jetzt. War da noch was? Da war noch was, ne? Da muss nichts sein. Da könnte aber was sein. Zack. Hier irgendwas. Oh, da ist tatsächlich irgendwas. Aha. Nachahmung voraus, deshalb Vorsicht vor rechts. Also möchte eins davon mich mimifizieren. Du wahrscheinlich, ne? Jo. Weg, 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 weg. Hässliche Mimik. Hässliche Mimik. So. Ein Nodashi, was auch immer das sein soll. Ich habe langsam das Gefühl, man erkennt die Mimiks tatsächlich. Das war gerade, das hat irgendwie so ein Schloss vorne dran, ne? Und das hier nicht. So, was ist denn ein Nodi? Hast du nicht gesehen? Nodashi. Ein bisschen wie ein Ushigatana, nur anders. Schwerer und stärker, warte mal. Einfach nur just for fun. Einmal gucken. Wow. Hm. Ist ganz schön groß. Und was war das hier nochmal? Hm. Funktioniert im Prinzip genauso. Naja, gut. Nehmen wir das erstmal wieder so. Bin ich jetzt überhaupt gerade? Oh. Hallo? Der ist auch irgendwie wahnsinnig. Au. Der ist ziemlich wahnsinnig. Au. Ich möchte da gerne bitte wieder in die Tür rein. Da eigentlich. Egal, passt schon. Hallo. Den großen Schild. Du hast einen großen Schild, mein Freund. Oh oh. Du hast offensichtlich auch irgendwie einen Rush oder wie auch immer man das gerne nennen möchte. Was ich nicht so au! Was ich nicht so schön finde. Hat die Fresse. Da liegt Loot, habe ich gesehen. Finstergeist voraus, na super. Nicht das auch noch. Au.
Ich würde gerne durch die Tür da durch, hinter dir. Fände ich ja total prima von dir, wenn du mich da durchlassen würdest. Tust du wahrscheinlich nicht, ne? Nö. So gar nicht. Au. Du bist doof. Oh oh. Wie denn das jetzt gemacht? Ja. Zurück, zurück. Ich komme nicht weiter zurück. Ich muss weiter zurück. Der Typ ist wahnsinnig. Lass mich durch. Geh weg. Ach, das war's schon. Nein. Weg. Du bist blöd. Du bist echt blöd. Hallo. Hui. So, hier soll, glaube ich, wieder irgendwo ein Finstergeist kommen, stand da. Jetzt! Jetzt! Hier hinter, oder was? Shit. Ist das wieder derselbe Typ? Ich hoffe nicht. Hm. Och, nö. Och nö, och nö, och nö, och nö, och nö, wo ist er denn? Dritter Drachenring, okay. Weiß nicht, wo er ist, aber ich nehme mal an, ich werde ihn gleich sehen. Ich nehme auch an, der kommt auf mich zu irgendwie. Haben die bis jetzt ja immer gemacht. Ich hätte gerne den Ring noch ausgetauscht, eigentlich. Kommt er doch nicht auf mich zu? Hallo? Hallo? Wo ist der Typ? Irgendwo ist ein Finstergeist, aber ich weiß nicht wo. Oh, hi. Ich werde mal gerade kurz meinen Ring wechseln, lieber Finstergeist. Ich hoffe, das ist okay für dich. Sonst keine Gegner? Okay, sonst keine Gegner scheinbar. Hallo. Oh oh. Alter. Sieht aus, als hätte er eine fette Drachenrüstung. Pong. Mach das doch. Mach doch deinen blöden Mist. Ist mir so egal. Ich hau dir einfach auf die Fresse, hau ich dir. Das glaubst du gar nicht. Dreckiger Misttyp, du. Dämlicher. Nix ist. Stirb. Hui. Der gute Drachenzahn Willard, oder wie er heißt. Truhe voraus, deshalb rollen. Was ist denn für eine... Da ist eine Truhe, guck mal. Und sie ist keine Mimik. Naja, sie hängt auch viel zu sehr in der Ecke. Als das eine Mimik sein würde. Wächter, Drachen, was auch immer. Ich habe ein paar Mal gefunden. Schatz, wo Schatz? Da ist ein Schatz. Eine Sekunde. Ich glaube, ich werde erstmal hier, was auch immer das ist, machen. Ich glaube, es werden hier schon Leute gestorben. Mehrere. Was ist das hier? Gegenstand aufnehmen. Versteinertes Ei. Ist das clever, das aufgenommen zu haben? Und wo ist es, wenn es hier irgendwo ist? Versteinertes etwas habe ich, aber ein versteinertes Ei hatte ich noch nicht bisher. Da, unidentifiziertes, versteinertes Ei. Na, ich nehme an, es wird ein Drachenei sein. Enthält sicher kein Leben, ja. In einem Ei ruht des Lebens Samen und so gilt es als Symbol der tiefsten Geheimnisse des Seins. Doch was ruht in diesem Steinei, oder was? Irgendwo kann man die abgeben, habe ich gehört. Ich weiß nur nicht mehr genau, wo. Was schade ist. Aber sich gerade nicht hurra für Geschoss.
aber sich gerade nicht ändern lässt. Hallo? Kristallzauber. Ich könnte das komische Wächterschild mir gerade mal angucken, was? Wir hätten da doch gerade so einen komischen Schild gefunden. Wächterdrachen Parma. Schien können. Hat Fluchresistenz wie Sau und Versteinerungsresistenz. Aber sonst ist es auch nicht viel besser. Na gut. Ne, Großschild ist natürlich ziemlich gut. Aber wahrscheinlich ein bisschen, jo, ein bisschen zu schwer. Ach, ich habe da gar nicht genug Stärke für. Hehe, na super. Dann nischt. Dann behalten wir natürlich das Ding. Fazit Stärke erhöhen wäre vielleicht gar nicht so blöd. Auf Dauer? Warum? Was mache ich hier gerade? Wo muss ich hin? Hier komm ich noch irgendwie rein, ne? Ah, Tür. Hallo. Hallo. Oh oh. Einzelkampf oder Distanzkampf? Visionen von Hinterteil. Versucht Einzelkampf. Ach du Schande. Oh oh. Warum haben die Zweihandschwerter? Das ist nicht schön. Oh, die kommen natürlich wieder nicht hier rein. Das macht die natürlich ziemlich leichte Beute. Muss ich einfach mal so sagen. Also, Distanzkampf in Dark Souls ist schon irgendwie ultra cheesy, ne? Wo ist der andere gerade? Ich hoffe, der steht gerade nicht hinter mir oder also neben mir gleich. Tja, ne? Cheesy Dark Souls Distanzkampf. Ne, komm, das kriegen wir ordentlich hin. Hoffe ich. Oh oh. Matsch. Wo ist der andere? Noch nicht da. Perfekt. Versucht Einzelkampf. Da vorne stehen, die gefallen mir gar nicht. Gerade, muss ich ja mal sagen. Die beiden da oben. Kann man noch nicht ganz genau sagen, warum. Es ist erstmal einfach so. Au. Oh, ich habe nicht getroffen. Das ist natürlich blöd. Wow. Blödes Viech. Oh oh, nicht gut. So. Haha. Was haben wir jetzt hinterlassen? Es ist ein Drachenamulett. Ich nehme mal gerade einen schimmernden Lebensstein. Weil, warum nicht? Ist gerade meine Antwort darauf, warum. Unachtsamkeit und ein Feind voraus. Mhm. Was? Springen und was? Springen und ein Feind voraus. Da vorne liegt nirgends mehr, ne? Nee. Was will mit Köder und dann Distanzkampf? Hm. Natürlich versuchen könnte. Ist dem da einen davon anzuschießen? Gucken, was passiert. Kommen die beide? Nö. Das ist doch cool. Dann kann ich die nämlich... Oh Gott. Die, ah, guck mal, der sieht aus wie der Typ gerade. Wie der komische Finstergeist-Dude. Dann kriegen die jetzt endlich auf die Fresse. Würde ich sagen. Pong! Völlig problemlos. Dann schießen wir den da hinten auch nochmal an. Bevor die anderen beiden Typen da oben noch mitkommen oder so. Zack, erwischt. Der hat gar kein Schild. Das könnte natürlich bedeuten, dass der irgendwie schneller ist oder was macht der da? Der hat auf jeden Fall irgendwelche Probleme. Scheinbar. Zack, 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 zack. Und der hat harte Probleme, scheint mir. Oh oh, nicht gut. Pong. So. Alles überhaupt kein Problem. So, da oben sind noch andere Typen. Glaube ich. Huch. Nein, nicht. Nein, da doch nicht den Schild in die. Hä? Weiß nicht, was das für Leute sind, aber ich schieße den mal nicht an, weil ich ihn nicht treffe. Das wäre so ein Typ mit einem Schild. Einem großen Schild. Also zwei will ich davon gerade nicht bekämpfen, ehrlich gesagt. Oh nö. Das ist schlecht, ist das. Das ist ganz schlecht. Nee. Das hättet ihr gerne, aber das kriegt ihr nicht. Da bin ich weg. Da bin ich weg. Bei zweien von euch.
Die wollen gar... Wollen die gar nicht hier runter? Ist ja blöd. Hallo. Blöp. Komm gar nicht jetzt bis hier hin, wa? Und sie halten aber auch einfach ihren Schild dahin. Finde ich nicht gut. Bleib hier. Ach komm. Mal guck mal, er bleibt sogar hier, der andere nicht. Hm. Ich komme die Treppe nicht hoch. Jetzt aber. Ich überlege gerade, ob ich versuche, den so zu töten, weil das so einfach zu cheesy ist. Es ist mir tatsächlich ein bisschen zu cheesy. Auf der anderen Seite kann ich die beiden Flasks wahrscheinlich drinnen noch sehr gut gebrauchen. Wir kommen ja wahrscheinlich dann jetzt gleich da rein. Und ich will ja nicht wissen, was da drin ist, aber so ein Boss wahrscheinlich. Mindestens eine. Und wie das mit dem Leuchtfeuer aussieht, weiß ich gerade nicht. Möglicherweise ist da eins drin. Vielleicht aber auch nicht. So wie mich der andere fast schon vermöbelt hat. Nicht so schön. Könnte das problematisch werden noch. So, Dude. Wie ist das bei dir? Oh shit. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Also der andere Typ da ist gerade ganz schlecht. Tschüss. Au. Au, 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 au. Der hat mich verhauen. Oder der will mich verhauen. Unter Umständen kriegt er das sogar hin, wenn er so weitermacht. Okay, der... Der andere wuschelt aber gerade weg. Das heißt, ich kann dem hier gerade noch mal einen rüberziehen. Ohne... Oh, oh, ohne zu starke Probleme. Kann ich es zumindest versuchen. Ach, der läuft ja auch weg, wenn der hier hinkommt. Na komm. Komm her. Hä? Oh, oh. Oh, oh. Nicht gut. Hör auf damit. Das ist so doof, in der Pampa rumzuhopsen. Das ist ja schlimm. Ah. Einer noch. Also. Hat sogar tatsächlich gereicht. Der eine noch. So. Dann gucken wir mal. Dass wir dem da oben noch irgendwie das Gesicht wegblasen. Mir geht langsam hier die Hellebarde kaputt. Das ist schlecht. Das Feuerschwert rausholen. Das macht nicht so viel Schaden und hat nicht so viel Reichweite. Also jetzt langsam wäre so ein Leuchtfeuer tatsächlich mal wieder sehr cool. Eins, wo ich nicht noch 20 Gegner vermöbeln muss, bevor ich da nochmal hinkomme. Also wenn ich jetzt hier gerade sterbe, wäre auch echt bitter, ne? Das letzte Leuchtfeuer ist ewig her. Uah. Also wirklich ewig. Das war ja noch hier, das war ja bei dem Drachenhorst. Also ganz am Anfang der Festung. Ja gut, so viele Gegner sind da gar. Wobei, doch, da sind schon einige Gegner noch. Also vor allem einige von denen hier und die dauern halt ewig, bis man die mal tot hat. Zumindest wenn man hier so die tot schießt, dann natürlich. Okay. Ritter Snizzle on the run. Werden sie töten, alle. Vielleicht. Wenn sie uns nicht zuerst töten. Geschafft. Was auch immer ich gerade geschafft habe. Schwäche rechtes Bein und dann linke Seite. Hm? Leuchtfeuer voraus. Was? Übrigens versucht Nebelwand. Oh. Das ist groß. Du bist groß. Ich verstehe den gar nicht. Du siehst irgendwie aus, als hättest du schon einige Jahre hinter dir. Herz des Aschennebels. Mehr sagt er nicht.
Mehr sagst du nicht? What? Kann ich um ihn rumlaufen? Ist hinter dem noch irgendwas? Nö, ne? Nö. Ich habe das Herz des Abschnebels gekriegt, was auch immer das sein soll. Ist das hier wieder so ein komisches Item? Oder was soll das sein? Ich nehme an, davon habe ich noch nichts. Oder noch keine. Ich sehe es aber hier gerade nicht. Wenn ich ganz ehrlich bin. Okay. Steigt hinab in die Erinnerung der Vergangenen. Oha. Hurra für Heiliger. Vorsicht vor Leichtsinn. Könnte ich den vermöbeln oder was? Wagt es ja nicht. Nee, den greife ich bestimmt nicht an. Ich nehme fast an, dass die Frau Wächterin weiß, wo ich jetzt hin darf, muss, soll. Tja. Ist die hier jetzt irgendwo vielleicht? Bin mir gerade unsicher, ob ich mich zurückteleportieren soll zum letzten Leuchtfeuer. Oder ob die vielleicht hier irgendwo rumsteht jetzt. Das wäre ja nicht das erste Mal, dass sie es getan hat. Von daher gehe ich jetzt, glaube ich, mal gerade zu Fuß zurück. Und dann sehen wir das ja. Wenn die hier auf dem Weg bis zum ersten von den Leuchtfeuern hier nicht da ist, dann porte ich mich zu dem anderen zurück. Oder direkt nach Majula, je nachdem. Oder warte mal, von hier aus können wir doch zurückrutschen. Gleich sogar. Ha, ist doch sogar noch viel einfacher dann. Glaube ich. Okay, wir haben den komischen Drachenhorst betreten. Und haben Horst vermöbelt. Dann kann ich von hier kann ich mich auch porten, ne? Ja, dann porte ich mich mal zu dem anderen hier. Weiß nicht, ich habe das Gefühl, vielleicht steht die da gerade am Eingang oder so. Nee, Moment, das ist der Schreineingang. Hier wollte ich hin. Zu diesem Drachenhorst, bitte. Und gucken, ob die da vorne immer noch steht. Da hat die mich hier das letzte Mal irgendwie erwartet. Also nicht so richtig erwartet, aber... Na, da ist er aber nicht mehr. Okay. Dann ist er wahrscheinlich in Majula. Dann gehen wir mal nach Majula und gucken mal, was die Frau da... Ob die Frau da ist und uns irgendwas zu erzählen hat. Der Arbeitshaken, der Gute. Hallo? Bearer of the curse. I will always be at your side. Das ist sehr freundlich von dir. Ja. Okay. Das ist interessant, aber... Ich werde mal einen Moment... Belastung wollte ich nicht. Stärke wollte ich nochmal ein bisschen erhöhen. Ich werde jetzt anfangen, Stärke weiter zu erhöhen. Tja. Wir müssen jetzt irgendwo hin. Yep, das weiß ich. Ich dachte, du hast mir vielleicht irgendwas Interessantes zu erzählen, weil... Ich habe keine Ahnung. Steigt hinab in die Erinnerung der Vergangenen. Ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Muss ich ganz ehrlich zugeben, ich weiß nicht, wo ich als nächstes hin muss. Ich werde mir da, glaube ich, mal Gedanken drüber machen. Und dann werden wir mal schauen. Aber das soll es für diese Session erstmal gewesen sein. Wir haben eine ganze Menge geschafft, denke ich. Und es ist auch schon ganz schön spät. Das heißt, ich muss mir da keine Gedanken drüber machen, schon aufzuhören. Also, würde einfach mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen bis hierhin. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder dort. Hoffentlich, wo auch immer uns dieser Schlüssel hinführt. Also, vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Tschüss.